Was haben junge Landwirte mit neuen Spezies im Mittelmeer und mit sterbenden Oasen in Marokko zu tun? Wenn Sie das erfahren wollen, sind Sie hier ganz richtig. Und es erwartet Sie eine Reise an die Küsten des Mittelmeers. Dort, wo auch Sie vielleicht gerne Ihren Urlaub verbringen, steigen die Temperaturen um 20% schneller als im weltweiten Durchschnitt. Es erwartet Sie jetzt kein Desasterfilm, sondern wir zeigen, wie Menschen in Spanien, Israel und Marokko den Klimawandel erleben und was sie unternehmen, um das Schlimmste zu verhindern. Willkommen im Klima-Hotspot. Vor unserer Abreise aber einige Infos, die der Weltklimarat im Juli 2022 veröffentlicht hat. Über eine halbe Milliarde Menschen leben im Mittelmeerraum. 180 Millionen leiden bereits heute unter Wasserknappheit. Steigen die Temperaturen um 2 Grad Celsius, dann werden Waldbrände um 87% zunehmen. Hitzewellen und Dürren werden immer häufiger. Unsere Reise starten wir deshalb in Spanien, wo es in manchen Gegenden seit Monaten nicht regnet. Einstige Stauseen sind fast ausgetrocknet. Flüsse fast ganz ohne Wasser. Und wenn auch Sie mittlerweile mehr für Ihren Salat im Supermarkt zahlen müssen, dann liegt es auch daran, dass im Gemüsegarten Europas immer weniger Wasser zu haben ist. Die Gegend rund um Murcia. Hier befindet sich die größte Salzwasserlagune Europas. Me llamo Javier Murcia y soy fotógrafo submarino. Javi Murcia packt wie jeden Morgen seine Taucherausrüstung zusammen und bricht mit seiner Unterwasserkamera auf in Richtung Mar Menor. Ich tauche fast jeden Tag, außer wenn es stürmt. Dann ist es unmöglich. Wenn es einen starken Sturm gibt oder wenn ich Nachtschicht hatte, dann tauche ich nicht. Aber normalerweise fast jeden Tag. Im Durchschnitt sind es 250 bis 300 Tauchgänge pro Jahr. Nur eine dünne Landzunge trennt das Mar Menor vom Mittelmeer. Diese größte Salzwasserlagune Europas ist ein einzigartiges Ökosystem. Und seit 2022 ist es das erste Naturgebiet Europas, das Rechtspersönlichkeit erhalten hat. Anders gesagt, es kann für seine Rechte vor Gericht ziehen. Dazu musste aber erst das Bewusstsein geschaffen werden, dass das Mar Menor eine einzigartige Lagune ist. Auch Javi hat sich dafür eingesetzt, mit seiner Kamera. Ich liebe die Fotografie. Mit ihr das Verhalten der Tiere zu erforschen, eine bestimmte Spezies zu beobachten, alles über ihren Lebenszyklus zu erfahren, von der Paarung über ihre Ernährung bis zum Tod. Als ich sah, wie sich das Ökosystem des Mar Menor verschlechterte, musste ich das dokumentieren. Im Frühjahr 2016 hat er gemerkt, dass sich etwas verändert. Es regnete viel und so schwemmte das Wasser mehr Nitrate und Phosphate der umliegenden Landwirtschaft ins Meer. Madre mía, es que el agua está pasando a ser cristalina. Mein Gott, das Wasser, das kristallklar war, wurde orange, dann braun und dann grün. Man sah nicht einmal mehr die eigene Hand. Es war schrecklich. Irgendwann sank auch am Boden der Sauerstoffgehalt. Das Licht kam nicht mehr durch und ohne Licht und Sauerstoff begannen die Tiere zu sterben. Ich habe diese Verwandlung des Mar Menor beobachtet. Im Sommer 2016 die Katastrophe. Tonnenweise tote Fische. Es folgten Proteste, dann ein Referendum.
Über eine halbe Million Menschen stimmten dafür, dass das Mar Menor heute Rechtspersönlichkeit hat. Jetzt darf jede Bürgerin und jeder Bürger klagen, wenn er die Rechte der Lagune verletzt sieht. Wer der Natur schadet, kann vor Gericht gebracht und zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Viele Arten, die typisch waren, sind verschwunden. Das Seepferdchen etwa. Das war hier weltweit eine einmalige Gegend für Seepferdchen. Einmalig. Man konnte Hunderte finden. Seit Jahren habe ich keine mehr gesehen. Ein Grund? Die Wassertemperatur steigt immer mehr. Und so entdeckte er vor seinem Objektiv plötzlich neue Spezies. Seehasen etwa. Oder Spinnenkrabben. Immer häufiger findet man Arten, die man normalerweise vor den Kanaren oder den Küsten Guineas findet. In subtropischen oder tropischen Gewässern. Das ist neu und hat mit dem Anstieg der Temperatur des Meeres zu tun. Viele Spezies, die nicht ins Mittelmeer kamen oder es schwieriger fanden, weil die Wassertemperatur eine Barriere war, überschreiten jetzt diese Grenze. Dagegen müsse man vor allem die Posidonia-Wiesen des Mittelmeers retten. Denn wie Wälder speichern auch sie klimaschädlichen Kohlenstoff, erzählt der Taucher. Doch nicht nur deshalb sei es so wichtig, diese einzigartige Fauna zu schützen. Die Posidonia-Wiesen sind das wichtigste Ökosystem des Mittelmeers. Es ist die Lunge des Mittelmeers. Sie setzen nicht nur Sauerstoff frei und binden CO2, sie wirken auch als Barriere gegen die Wellen und schützen so die Strände vor Erosion. Die Posidonia-Wiesen beherbergen eine Menge Leben. Sie ist eine weltweit einzigartige Pflanze, die nur hier vorkommt. Aquí en el mar Mediterráneo. Y yo enseño mi imagen. Ich zeige der Welt meine Bilder, um die Probleme sichtbar zu machen, unter denen unser Ökosystem leidet. Es ist meine Pflicht. Die Kamera ist meine Waffe. Das ist also alles, was ich tun kann. Im Radio, in Zeitschriften, im Fernsehen. Ich bin dennoch optimistisch und hoffe, dass sich das Ökosystem des Mar Menor und des Mittelmeers in ein paar Jahren erholen wird. 2022 startete entlang der Küste von Murcia ein Aufforstungsprojekt der Posidonia-Wiesen. Über 200 Pflanzen wurden bereits gesetzt. Gleich hinter dem Mar Menor wird auf rund 70.000 Hektar Obst und Gemüse angebaut. Ein Großteil geht nach Deutschland, Schweiz und Großbritannien. Über 40.000 Arbeitsplätze hängen an dieser intensiven Landwirtschaft. Seit Mitte der 80er Jahre wird Wasser per Pipeline aus dem Norden in diese trockene Region im Süden geleitet. Bueno, pues mi nombre es Santiago Pérez Blaya y soy agricultor del campo de Cartagena. Besorgt blickt Santiago auf sein Wasserreservoir. Noch ist es gut gefüllt. Pro Kubikmeter zahlt er aber mittlerweile mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Das Wasser kommt teils von der Wassergemeinschaft von Cartagena, dann von der öffentlichen Gesellschaft des Segura-Kanals. Ein kleiner Anteil kommt vom Segura-Fluss, dann etwas von der Entsalzungsanlage von Torrevieja und von der Kläranlage der Gemeinde. Denn ein Teil des Wassers wird wiederverwertet. Für Santiago Pérez ist der Klimawandel kein abstrakter Begriff, sondern harte Realität. Wegen des Wassermangels kann er nur die Hälfte seiner 60 Hektar Land bewirtschaften. Die Produktion beträgt etwa 10.000 Kilo weniger pro Hektar als normalerweise.
denn dieses Jahr hat es fast überhaupt nicht geregnet. Normalerweise müsste es mehr Kartoffeln dieser Größe geben. Es gibt eine Menge Kartoffeln, aber nur mittelgroße. Es sind nur Kartoffeln dieser Größe. Das Wetter wird immer unberechenbarer und tendiert normalerweise zu weniger Regen. Aber es ist auch wahr, dass wenn es regnet, regnet es viel auf einmal. Und was fehlt, ist die Infrastruktur, um dieses Regenwasser aufzufangen und zu speichern. Es kommt plötzlich alles zusammen. Der Klimawandel und der Mangel an Investitionen von Seiten der Regierung, um das Wasser zu speichern und zu verteilen. Auch wenn es immer wieder monatelang nicht regnet, heißt das nicht unbedingt, dass auch die Niederschlagsmenge geringer ist. Was das bedeutet, hat Santiago in den letzten Jahren immer häufiger feststellen müssen. In wenigen Stunden regnet es so viel wie früher in einem Jahr. Kleine Kanäle verwandeln sich in reißende Flüsse, überschwemmen die Felder und spülen die gedüngte Erde ins Mar Menor. Im Dezember 2016 hat es plötzlich so stark geregnet. Rund 240 Liter zwischen Samstag und Sonntag, vor allem am Sonntag, von mittags um 12 bis abends um 19 Uhr. Um Mitternacht an diesem Sonntag hat das schlammige Wasser schließlich das Dorf überschwemmt, weil diese Rohre, die man hier sieht, nicht entleert wurden. Und so flutete das ganze Wasser ins Dorf. Und hier, wo wir jetzt stehen, wurde alles überflutet und zerstört. Santiago ist heute überzeugt, dass die intensive Landwirtschaft für seine Region ein Auslaufmodell ist. Doch noch ist er einer der wenigen Bauern, die akzeptiert haben, dass ein Weiter-so keine Option ist. Landwirtschaft muss sowohl ökologisch nachhaltig als auch wirtschaftlich rentabel sein. Wenn ein Unternehmen nicht rentabel ist, geht es Konkurs. Wenn wir die Umwelt nicht respektieren, wirkt sich das auf das Grundwasser aus und das ist bereits stark belastet. So versalzen die Böden, die Erde verödet und das bringt auch nichts. Ich bin die vierte Generation. Mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater und ich. Wir haben hart gekämpft, um unser kleines Stück Land zu bekommen. Wir haben uns der Landwirtschaft verschrieben und wollen sichere Lebensmittel für die Menschen herstellen. Unsere Familie liebt dieses Land und was wir produzieren. Aber ich will das für die nächste Generation nicht mehr. Die Zukunft sieht sehr schwierig aus, wenn nicht bald etwas passiert. Aber es gibt Hoffnung. Bei Cartagena soll die größte Meerwasserentsalzungsanlage Europas entstehen. Sie würde das Wasserdefizit der gesamten Region von Murcia ausgleichen. Eine Autostunde Richtung Norden. La Junquera heißt die 1100 Hektar große Farm. Ein Labor für regenerative Landwirtschaft, um sich an die neuen klimatischen Verhältnisse anzupassen. My name is Yannick Schoonhoven and I'm a farmer at La Junquera and the founder of the Regeneration Academy. Now we're going to visit the swale plot. Wir fahren zum Grundstück, wo wir Sickergruben eingebaut haben. Das hilft uns, die Erosion des Bodens zu verhindern und so kann der Boden auch mehr Wasser aufnehmen. Derzeit bauen wir noch Getreide an, aber wir planen dort stattdessen aromatische Pflanzen einzusetzen. Aber in diesem Jahr können wir wegen der Trockenheit gar nichts anpflanzen. Wir haben 500.000 Pflanzen im Gewächshaus, aber sie würden sofort absterben, was schade wäre.
Mit der regenerativen Landwirtschaft versuchen wir, unsere Böden zu verbessern, indem wir viel Kompost hinzufügen, Bodenbedeckungen zwischen unseren Baumkulturen anlegen, Hecken pflanzen, um den fruchtbaren Boden auf den Feldern zu halten, und Wasserbewirtschaftungspraktiken anwenden, wie zum Beispiel diese Deiche. Die sind ein gutes Beispiel dafür. Wir haben auch über 60 Teiche angelegt, um das Wasser zu speichern und ihm Zeit zu geben, zu versickern. Während der Boden früher vielleicht nur 200 Liter Wasser aufnehmen konnte, sind es bei einer guten Menge an organischem Material jetzt 400 Liter. Man kann also die Wasseraufnahme drastisch verbessern, indem man einfach den Boden verbessert. Und alles hängt auf diese Weise zusammen. Wenn es um den Klimawandel geht, müssen wir Landwirte widerstandsfähiger werden. Das bedeutet, dass eine Getreidesorte für den gesamten Betrieb nicht mehr funktioniert. Denn was ist, wenn diese Ernte 3 Jahre in Folge ausfällt? Wegen einer Dürre, wegen Starkregen oder was auch immer. Irgendwann kann man seinen Betrieb nicht mehr bewirtschaften, weil man bankrott ist. Man muss dafür sorgen, dass jedes Jahr mindestens eine angebaute Sorte geerntet werden kann. Jannik ist Umweltwissenschaftlerin. Und für ihre Doktorarbeit hat sie den Landwirt Alfonso interviewt. Mit dem Interview kam auch die Liebe. Und so hat das Paar beschlossen, auch bei der Bewirtschaftung ihres Guts neue Wege auszuprobieren. Alfonsos Familie besitzt das Gut seit 2 Jahrhunderten. Vor 11 Jahren hat er den Hof übernommen. Seitdem hat sich viel verändert, auch das Klima. Früher war der Frühling die regenreichste Zeit des Jahres. Jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch Sommer oder Winter. Und das ändert eine Menge. Zum Beispiel, was man anbaut, ändert sich vollkommen. Ich glaube, dass die regenerative Landwirtschaft eine gute Zukunft hat. Sie kann im ganzen Mittelmeerraum die Menschen ernähren. Mit regenerativer Landwirtschaft zu produzieren, bedeutet nicht, geringere Erträge zu haben als mit der konventionellen oder biologischen Landwirtschaft. Im Gegenteil, oft erwirtschaften wir sogar mehr. Wie das funktioniert, das zeigen sie in ihrer Akademie. Unterricht mit zukünftigen regenerativen Landwirten. So we have here this, is it oregano? I don't know if you've already smelled it, but it's very, very, very strong. Watch out that you don't touch your eyes after this. Then we have the lavandine. Do we have anything else here, Jaco, on this field? I think lavender a bit. In this field we have the oregano and espiego. This is the Spanish lavender. And that's it. And then later again we have sage. So what we're going to do now, we're going to use these two rows. We're going to walk that way and we're going to take out any leaves and any branches, you can do this by hand, no problem, that are here. Until, let's say, 6 branches left, yeah? We have set up a regeneration academy. Wir haben die Akademie für regenerative Landwirtschaft gegründet, weil wir glauben, dass viele Menschen von einem echten Bauernhof lernen wollen. Und wir glauben auch, dass Bildung und Forschung diesen Übergang stärken. Denn wir waren nur 2 Leute und jetzt sind wir mehr. Anfangs waren es nur ich und Alfonso. Das bedeutet nur 2 Köpfe. Und jetzt haben wir durch die vielen Studenten und die vielen Experimente, die sie durchführen können, 10 Köpfe, die sich überlegen, wie wir das machen können. Welche weiteren Möglichkeiten haben wir? Anfangs waren sie nur zu zweit in La Junquera. Mittlerweile sind es 20 Leute, die hier leben und arbeiten. Die einstige Lachnummer des Dorfes ist für viele zur Inspiration geworden. Als mein Mann damit anfing, hielten sie ihn für verrückt. Sie hielten ihn für einen verrückten Hippie, dass das nie funktionieren würde, nie Geld bringen würde. Jetzt ist das anders. Die Menschen müssen sehen, dass es funktioniert.
So haben wir vielleicht eine Zukunft in dieser Gegend. Wenn nicht, wenn der Klimawandel eintritt und die Menschen sich nicht darauf einstellen und ihre Betriebe nicht umstellen, dann wird dies in 10 Jahren Wüste sein. Dass regenerative Landwirtschaft auch wirtschaftlich Zukunft hat, glauben nicht nur Yannick und Alfonso. Der Lebensmittelkonzern Nestle hat angekündigt, dass bis 2030 die Hälfte seiner wichtigsten Rohstoffe in Spanien aus regenerativer Landwirtschaft stammen werden. Von Südspanien weiter an die Ostküste des Mittelmeers. Zugegeben, Israel ist alles andere als ein Musterknabe in Sachen Klima. Rund 95% der Energie kommt aus fossilen Brennstoffen. Obwohl die Sonne an 300 Tagen im Jahr scheint, macht Solarstrom weniger als 5% aus. In 2 Punkten ist das Land jedoch allen voraus. Im Wassersparen. 75% des Abwassers wird wiederverwertet. Und beim Thema Landwirtschaft mit wenig Wasser. Über die Hälfte des Landes sind von Wüste bedeckt. Dieses karge Gebiet zu begrünen war schon die Vision von Israels Staatsgründer Ben-Gurion. Er motivierte in den 40er Jahren die Siedler, in der Wüste zu bleiben und sie zu begrünen, sie fruchtbar zu machen, sich was einfallen zu lassen, wie dieses karge Land grün werden kann. Im Kibbutz Hazerim ist genau das passiert. Hier begann 1965 die technologische Revolution mit der Erfindung der Tröpfchenbewässerung. My name is Nati Barak and I am Chief Sustainability Officer Emeritus of Netafim. Nati Barak war dabei, als die Revolution der Tröpfchenbewässerung begann. Er verließ die Stadt, um in der Negev-Wüste seinen Traum zu erfüllen. I joined the kibbutz, Ich bin 1964 in den Kibbutz eingetreten, kurz nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte. Ich ging zum Militär und dann kam ich mit einer Gruppe von Freunden hierher. Auf Hebräisch sagen wir Garim, das bedeutet Samen. Wir sahen uns als Samen, der in die Wüste gepflanzt wird. Wissen Sie, wir waren damals sehr ideologisch motiviert. Und so wollten wir Dinge teilen, zusammenarbeiten, eine schöne Gesellschaft aufbauen, aber auch die Wüste zum Blühen bringen. Und so arbeitete er als Bauer im Kibbutz, dort, wo das neue Bewässerungssystem mit immer weniger Wasser mehr Erträge brachte. 1975 begann er schließlich für das Kibbutz interne Unternehmen Netafim zu arbeiten, das die Landwirtschaft Israels und bald der ganzen Welt verändern würde. Wir verwenden nur Abwasser zur Bewässerung. Israel verwendet 95% seines Abwassers. Die Tröpfchenbewässerung ist unser kleiner, bescheidener, vielleicht nicht ganz so kleiner und nicht ganz so bescheidener Beitrag, den Landwirten zu helfen, mit weniger mehr anzubauen und die Welt nachhaltiger zu machen. Daraus gewachsen ist ein globales Unternehmen. Tröpfchenbewässerung bedeutet nicht mehr nur ein Schlauch, der tropft. Heute analysiert Netafim vor der Installation digital das Anbaugebiet. Spezialpumpen und Filtersysteme sind genauso im Angebot wie das klassische Tropfsystem. Die Schläuche werden dabei je nach Bedarf ober- oder unterirdisch installiert. Das Wasser fließt so direkt in den Wurzelbereich. Dadurch sinkt nach Firmenangaben der Wasserverbrauch um bis zu 70%, während sich die Erträge mehr als verdoppeln. Herzstück dieser Technologie dabei ist der Tropfer. This is the dripper. Das ist der Tropfer. It's not just a hole in er ist nicht nur ein Loch im Rohr. Er hat ein Gehirn. Er kann singen, tanzen. Er macht Wunderbares in den Feldern. Und er ist ziemlich raffiniert. And it's quite sophisticated, you know, if I take Wissen Sie, wenn wir dieses große Modul nehmen,
So viel Wissen und Forschung wurden investiert, selbst wie die Ecken aussehen sollen, wie scharfkantig sie sein sollen und wie sie positioniert werden sollen, um sicherzustellen, dass der Wasserfluss hier tatsächlich eine Art von Turbulenzen erzeugt, die Teil des Systems sind. Kind of turbulences, vortexes here, which is part of the system. Und das geht in den Schlauch. Into the pipe. Der Tropfer ist im Inneren des Schlauchs. This is the pipe. The dripper is Der Tropfer ist im Inneren des Schlauchs. Und dieser ist lila, weil es für recyceltes Abwasser verwendet wird. For wastewater, for treated sewage. Schon früh hat das Unternehmen auf die Digitalisierung der Landwirtschaft gesetzt. Orit Kazir ist seit 17 Jahren bei Netafim. Sie leitet das Team für die Entwicklung digitaler Produkte. Begonnen hatten wir mit der Philosophie, mehr wachsen mit weniger. Heute konzentrieren wir uns auf Präzisionsbewässerung und Präzisionslandwirtschaft. Das bedeutet, wie können wir bestehende Technologien, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen, verwenden, um die Art, wie wir anbauen und bewässern, am intelligentesten zu verwenden. Das bedeutet, wie können wir noch weniger Wasser verbrauchen? Wie können wir weniger Düngemittel verwenden? Und wie können wir Arbeitskraft einsparen? Im Testlabor kontrolliert sie, wie die Schläuche auf verschiedene Wasserarten reagieren. Als Softwareingenieurin hat sie bei der Entwicklung eines Betriebssystems für die Präzisionbewässerung mitgewirkt. In Echtzeit und mit KI liefern Sensoren den Landwirten Informationen zu Wetter, Boden und Erntebedingungen. Die Bewässerung wird per Handy gesteuert. So this is type of soil moisture sensor. Mit einem Sensor wird die Bodenfeuchtigkeit analysiert. Er wird in die Erde gesteckt, in der Nähe der Wurzelzone der Pflanzen. All diese Informationen und Daten werden per Funk an eine Zentraleinheit übertragen und die ist in der Lage zu sagen, okay, jetzt ist der Boden zu trocken oder der Boden ist zu nass. Sie hilft bei der Entscheidung, ob das Bewässerungssystem an- oder abgeschaltet werden soll. Auch dank solcher Technologie ist Israel zur Exportnation für Obst und Gemüse geworden. 2021 fuhr Israel landwirtschaftliche Produkte im Wert von fast 3 Milliarden Dollar aus. Netafim ist heute in 110 Ländern tätig. Seit 2017 gehört die Firma zu 80% dem mexikanischen Konzern Orbia. Im Kibbutz Hatzerim aber ist das Herzstück der Produktion geblieben. Die Wasserschläuche, die hier jedes Jahr hergestellt werden, reichen angeblich 120 Mal um die Erde. Im Mittelmeerraum werden die Wasserressourcen immer knapper. Daher ist es unsere Pflicht, effizientere Systeme einzusetzen, um mehr Pflanzen für eine wachsende Bevölkerung anzubauen. Und die Tröpfchenbewässerung erlaubt das. Drip Irrigation is the answer. Wenige Kilometer vom Kibbutz entfernt liegt Beersheba. Immer mehr Startups aus der Klimatech-Branche finden dank verschiedener Förderprogramme hier den idealen Ort für ihre Forschungen. Wussten Sie, dass Israel als die Startup-Nation gilt? Über 600 Startups befassen sich mit Umwelt- und Klimafragen. Zwischen 2018 und 2020 wurden gut 3 Milliarden Dollar in Klimatech-Firmen investiert.
Das meiste Geld kam von Investoren aus aller Welt. Nur 10% vom Staat. My name is Eyal Arel and I'm the CEO of Blue Green Water Technologies. Auch Eyal Herald wollte mit seinem Start-up Blue Green Water Technologies zunächst einfach ein Problem lösen, das Bauern in Israel haben. Das recycelte Wasser für ihre Tröpfchenbewässerung wird in solchen Staubecken gespeichert. Dort aber bilden sich giftige Algen. Die Tröpfchenbewässerung reagiert sehr empfindlich auf alles, was im Wasser ist, auf allen Schmutz im Wasser. Eines der Dinge, die sehr problematisch sind, sind Situationen wie diese. Das Wasser ist grün. Es enthält eine Menge Biomasse, eine Menge Material, das, wenn es in das Tröpfchenbewässerungssystem gelangt, es verstopft und zerstört. Das kann große finanzielle Schäden verursachen, wenn es nicht sehr gut gehandhabt wird. Bald erkannte er, dass durch den Klimawandel auch immer mehr Seen von giftigen Algenblüten befallen werden. Eyal und sein Datenexperte Gabel haben so nach einem Mittel gesucht, das die Gewässer von diesen Bakterien reinigen kann. Let's just take the boat upwind so that we can utilize the wind for the dispersal. And so yeah, it looks like this far side over here will be a good place to start. Was wir im Moment im Wasser sehen, ist ein sehr hohes Maß an Bakterien. Was bedeutet, dass ein einzelner Mikroorganismus das gesamte Ökosystem beherrscht. Das ist eine schlimme Störung der Artenvielfalt. Zunächst einmal beginnen sie, eine Menge Stoffwechselprodukte und Toxine in das Wasser abzugeben. So wird das Wasser giftig. Dagegen setzen sie ihre Geheimformel ein. Es handelt sich um eine Verbindung, die keine Rückstände im Wasser hinterlässt. Sie erzeugt Stress rund um diese toxischen Bakterien, die man im Wasser sehen kann. Dadurch werden sie veranlasst, einen biologischen Prozess in Gang zu setzen, der sie in den kollektiven Selbstmord treibt. Das Pulver löst eine chemische Reaktion aus, die nicht nur die Seen reinigt. Dann aber machen sie eine weitere Entdeckung. Algen können eine Unmenge von klimaschädlichem CO2 speichern. Normalerweise, wenn Algen sterben, geben sie den gespeicherten Kohlenstoff aber wieder in die Atmosphäre ab. Das wussten sie. Die Forschenden von Blue Green haben aber entdeckt, dass sich die Algen, die mit ihrem Produkt behandelt werden, in Kalkstein verwandeln und so das CO2 binden. Wenn wir berechnen, wie viel CO2 allein in dieser Anlage gebunden werden kann, würde ich sagen, dass es sich um 500 bis 1000 Tonnen handelt. Und das ist alles auf die leistungsstarke biologische Kohlenstoffpumpe zurückzuführen, was diese Mikroalgen auch sind. Sie können ihre Biomasse alle paar Stunden vermehren. Das bedeutet, dass aus 10 Zellen innerhalb von ein paar Tagen 150 Millionen Zellen werden. So schnell geht das. Die Biomasse, die sich bildet, nimmt also viel Kohlenstoff auf und absorbiert ihn. Wenn wir also all diese Bakterienpopulationen dazu bringen können, sich abzuschalten und auf den Grund zu sinken, können wir fantastische Mengen an CO2 speichern. Seine Vision ist es, algenverseuchte Seen zu reinigen und so klimaschädliche Treibhausgase zu speichern. Firmen, die ihren CO2-Fußabdruck verbessern wollen, können sich dann bei seinem Start-up CO2-Zertifikate kaufen. Eine möglicherweise revolutionäre Idee. Wir und hunderte Unternehmen wie wir wollen die Ozeane und Seen der Welt nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Ich glaube, dass wir in der Lage sein könnten, nicht nur Netto-Null-Ziele zu erreichen, sondern möglicherweise sogar darüber hinauszugehen, bis hin zu einem Netto-Negativ-Ziel. Denn das Gesamtpotenzial für den Kohlenstoffabbau im Wasser liegt bei etwa 15 Gigatonnen pro Jahr, nur im Süßwasser, und bei fast 100 Gigatonnen Kohlenstoff in den Ozeanen. Das ist mehr, als wir brauchen. This is more than we need. So if we
Wenn wir uns zusammentun und die richtigen Anreize schaffen, die richtigen Maßnahmen ergreifen und die Sache in Gang bringen, dann können wir den unumkehrbaren Punkt vielleicht gerade noch abwenden. Bislang haben Eyal und sein Team mit ihrer Technologie fast 3,5 Millionen Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernt und Dutzende Seen gereinigt. Von der Ostküste des Mittelmeers an die Südküste nach Marokko. Das nordafrikanische Land ist im Klimaschutzranking an 7. Stelle. Überrascht Sie das? Deutschland liegt auf Platz 16 und die Schweiz auf Platz 22. Über 30% des Stroms kommen bereits heute aus erneuerbaren Energien. Bis 2030 sollen es über 50% werden. Einerseits hat das Land riesiges Potenzial für erneuerbare Energien. Andererseits ist es vom Klimawandel besonders betroffen. Vom ansteigenden Meeresspiegel, Dürreperioden und der Wüste, die immer weiter vorrückt. König Mohammed VI. Hat schon 2006 Marokko einen Klimaaktionsplan verschrieben, als eines der ersten Länder weltweit. In Rabat beginnt unsere nächste Geschichte mit einem Mann, der viel dazu beigetragen hat, dass Marokko in Sachen Klimaschutz dort steht, wo es heute ist. Mein Name ist Badri Ken. Ich bin ein Unternehmer und Executive President of GI3, Green Inner Industry Investment. Und wir entwickeln grüne Industrien in Marokko und in Afrika. Badr Iken studierte in Deutschland Maschinenbau und Solarsysteme. Danach leitete er Forschungsprojekte. Als er sah, dass sich in seiner Heimat etwas änderte, beschloss er zurückzukehren und baute eine Hightech-Forschung auf. Ich hatte auf jeden Fall Glück, weil ich im Endeffekt, klar, nachdem ich dann 18 Jahre lang in Deutschland war und 18 Jahre meines Lebens in Europa verbracht habe und ich dann zurückgekehrt bin, war das natürlich jetzt nicht einfach, weil ich musste ja mich ja noch mal einleben. Allerdings kam ich, würde ich mal sagen, zum richtigen Moment. Ich hatte wirklich denn die Möglichkeit und die Gelegenheit, vieles von dem ich denn gelernt hatte, auch jetzt hier in Marokko jetzt umzusetzen. Marokkos König hatte beschlossen, das Königreich zum Klimachampion zu machen. Und Forschende wie Badr Iken sollten das Land bei dieser grünen Revolution unterstützen. Erneuerbare Energien, made in Marokko, so das Ziel. Und so gründete der Ingenieur das Forschungsinstitut für Solar und neue Energien IRESEN in Benguerir, eine Autostunde von Marrakesch. Im Green Energy Park arbeiten Ingenieure an neuen Photovoltaiksystemen, an Ladestationen für E-Autos und grünem Wasserstoff. Hightech für den afrikanischen Kontinent, angepasst an die Klimabedürfnisse der Region. 12 Jahre lang leitete Badr Iken dieses größte Forschungszentrum für Solarenergie Afrikas. Dann ist er selbst zum Unternehmer geworden. Für seine Firma, die Solaranlagen baut, profitiert er heute von den Forschungsergebnissen. Besuch bei seinem Nachfolger Samir Rashidi. Ah, excellent, la nouvelle borne, la borne rapide. On espère pouvoir très bien d'avancer. C'est une très bonne chose. Donc ça, c'est les préparatifs pour les modules du désert et l'encapsulation. Exactement. Donc là, on pourra aller voir le test, enfin le module du désert, effectivement. In so einem Zentrum sind wir in der Lage, die besten Technologien für Marokko, für Afrika zu identifizieren. Und gleichzeitig für mich jetzt als Unternehmer habe ich auch jetzt die Experten, die mich auch begleiten können in einer nachhaltigen Innovation für meine Produkte. Mit dieser Aufbruchstimmung baut er gerade seine erste eigene Fabrik auf. In wenigen Monaten haben die Arbeiter diese Halle aus dem Boden gestampft. Im September sollen dann die ersten Sonnenkollektoren vom Band fließen. Wir fangen ja mit 40.000 Einheiten im Jahr, Solarthermie, Warmwasserkollektoren. Und in 2 Jahren
werden wir Richtung 100.000 Einheiten im Jahr gehen. 90, ganz genau 90.000 Einheiten im Jahr. Das wird die größte Solarkollektorenfirma in Afrika sein. Das ist auf jeden Fall mal jetzt ein tolles Erlebnis. Das ist wirklich jetzt ein Traum. Und insofern auf jeden Fall, wir erleben komplett jetzt eine Revolution. Das Aushängeschild dieser Revolution befindet sich in der Wüste, nicht weit von Ouarzazate. Nur, auf Arabisch Licht, liefert seit 2016 Strom für 2 Millionen Menschen. Es sollte der Welt zeigen, dass es Marokko ernst meint mit der Energiewende. 4 Werke, 3 unterschiedliche Technologien. Ein Photovoltaik, 2 Solarwärme und 1 Solarturmkraftwerk. Eine 1,8 Milliarden Euro teure Investition. Finanziert auch mit EU-Geldern. Je m'appelle Soukaina El Idrissi Fawzi et je suis l'ingénieur performance dans la centrale Nord 2 à Ouarzazate. Soukaina El Idrissi arbeitet im Kontrollraum des Solarwärmekraftwerks. Sie gehört zum jungen Team. Alle Ingenieure sind jünger als 30. Jeden Tag kontrollieren sie und ihr Kollege Abderrazak El Amrani die Anlage. Hunderttausende gekrümmte Spiegel reflektieren die Sonnenstrahlen. Hier befinden wir uns im Solarfeld des Kraftwerks Nur 2. Wie Sie hier sehen können, haben wir zylindrisch-parabolische Kollektoren und in der Mitte eine Röhre. Durch diese Röhre fließt eine Wärmeträgerflüssigkeit. Und durch die Spiegel konzentrieren wir das Sonnenlicht auf die Röhre, um die Flüssigkeit darin zu erhitzen, die dann Dampf erzeugt, der die Turbine antreibt. Das ist der größte Teil des Kraftwerks. Es gibt immer wieder Probleme, die wir lösen müssen. Der Vorteil dieser Technologie: Die Energie kann stundenlang gespeichert werden und auch dann Strom erzeugen, wenn die Sonne schon längst untergegangen ist. Als junge Frau hier in Marokko fühle ich mich wirklich sehr stolz. Als ich mit dem Studium erneuerbare Energien begonnen habe, gab es nicht viele Projekte. Nur war in seinen Anfängen und noch im Bau. Ich hoffte, dass ich vielleicht eines Tages ein Teil davon sein würde. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Traum wahr werden würde. Ich kann es fast nicht glauben, dass ich jetzt Teil dieses großen Projekts bin, das weltweit einmalig ist. Ein Projekt, mit dem wir unsere CO2-Emissionen reduzieren, die Umwelt schonen und gleichzeitig Marokkos Energieunabhängigkeit gewährleisten wollen. Also ja, ich bin sehr stolz. Einen Nachteil hat die Anlage. Sie benötigt Wasser aus dem Stausee von Ouarzazate. Wasser, das immer knapper wird und flussabwärts dringend gebraucht wird. Weiter am Fluss Dra entlang bis Mhamit, der letzten Oase vor der Sahara. Je m'appelle Halim Sbaï, guide des espaces naturels et activiste dans la préservation du patrimoine et la nature. Halim Sbaï ist in Mhamit geboren. Einen Großteil seines Lebens hat er hier verbracht. Als Kind tauchte er noch ein ins kühle Nass des Dra-Flusses. Als ich ein kleiner Junge war in den 80er Jahren, war der Fluss voller Wasser. Wir hatten keine Brücke, aber Wasser. Und zeitweise waren die beiden Ufer abgeschnitten. Also die Leute aus dem Dorf konnten nicht in die Oase und die Bewohner aus der Oase konnten nicht in das Dorf. Seit 1984 gibt es immer weniger Wasser. Und das wenige Wasser, das kommt, versickert in der Wüste oder verdunstet. Wenn es Gewitter gibt, dann regnet es extrem stark, aber nichts bleibt hier. Das Einzige, was zurückbleibt, ist dieser Lehm.
Und ohne Wasser kein Leben. Abwanderung und der Verlust von Kulturgut sind die Folge. Allein Marokko hat in den letzten 100 Jahren 2/3 seiner Oasen verloren. Auch die Ksar, wie diese traditionellen befestigten Siedlungen aus Lehm heißen, in der Halim aufgewachsen ist, eine Ruine. Wir sind am Rande des Dorfes. Hinter uns stehen die letzten Palmen und es werden immer weniger. Sie waren eine natürliche Barriere für das Dorf. Da es also keine Palmen und keine Vegetation mehr gibt, bewegt sich der Sand auf das Dorf zu, das ebenfalls eine von Menschenhand geschaffene Barriere war. Aber da es mehr Sand und weniger Wasser gibt, gibt es weniger Vegetation und weniger Wasser. Und deshalb verlassen die Menschen ihre Heimat. Es ist, als würdest du im Krieg einem starken Feind widerstandslos das Feld überlassen. Der Wind und die Wüstenbildung sind ein starker Feind. Und er liebt es, wenn wir ihm den Platz überlassen. Und sobald der Platz frei wird, nimmt er ihn ein. Rund 2 Millionen Menschen leben in den marokkanischen Oasen. Aber mit dem Vorrücken der Wüste verlieren die Orte immer mehr Bewohner. Dieser ganze Teil, er war bis in die 80er Jahre bewohnt. Danach begannen die Leute abzuwandern. Dieses Haus dort, das große, war bis in die 60er Jahre bewohnt. Wir sind nicht verantwortlich für die Klimakrise. Wir haben sie auch nicht verursacht. Aber wir bekommen die Folgen mit voller Wucht zu spüren. Einen Großteil der Bewohner hat Halims Heimat bereits verloren. Einige Oasen werden noch bewirtschaftet, aber auch das wird immer schwieriger. Die traditionelle Bewässerung will Halim dennoch auch in seiner Oase beibehalten. Das Wasser wird mit einem alten Motor aus dem Brunnen gepumpt. Manche Bauern müssen mittlerweile bis zu 100 Meter in die Tiefe gehen, um zum Grundwasser zu gelangen. In diesem einzigartigen Anbausystem wachsen Datteln und im Schatten der Palmen Getreide, Obst und Gemüse. Man fragt uns oft, warum wir nicht zur Tröpfchenbewässerung wechseln. Wir machen das nicht, weil sich entlang dieser Kanäle ein besonderes Mikroklima bildet. Es ist ideal für Pflanzen und Insekten, die hier leben. Mit der Tröpfchenbewässerung würde das verloren gehen. Wir bewässern weiter mit der Pumpe, so wie sie es früher gemacht haben. Wie dieses einmalige Ökosystem erhalten werden kann? Die Lösung schwebt Halim bereits vor. Rund um die Oasen herum könnte man hunderte Wasserbecken bauen. Und jedes Mal, wenn es regnet, müsste man dieses Wasser einfangen und speichern, damit man in Zeiten, wenn das Wasser fehlt, es zur Verfügung hat und nicht das Grundwasser anzapfen muss. Das muss geschützt werden. Halim kämpft gleich an 2 Fronten. Er versucht durch Musik, die Kultur der Berber an die jungen Generationen weiterzugeben. Sie singen vom Leben in der Wüste, von Liebe und der Schönheit der Oasen. Und er forstet auf, um eine Palmenbarriere aufzubauen, um die Wüste aufzuhalten. Nach Schätzungen ist die Zahl von Palmen in Marokko im letzten Jahrhundert von 15 Millionen auf 6 Millionen zurückgegangen. Seit 2008 hat Halim über 4000 Bäume gepflanzt. Und die Aufforstung macht er zum Fest für die Gemeinschaft. Hier bauen wir diese Palmenmauer, um die Oase zu schützen. Wir machen Löcher im Sand, um Dattelpalmen zu pflanzen. Das ist der beste Weg, um die Wüstenbildung zu bekämpfen. Das Einsetzen der sogenannten Waterbox erhöht die Überlebenschance der Bäume. Eine niederländische Organisation spendet diese biologisch abbaubaren Boxen. Water reservoir.
Das ist, als hättest du einen Angehörigen auf der Intensivstation. Und die Chancen auf seine Genesung sind sehr gering. Also betet man morgens und abends, dass er am Leben bleibt und hofft, dass es vielleicht eines Tages eine wundersame Lösung gibt, um ihn zu retten. Wundersame Lösungen gibt es aber keine. Ohne drastische Maßnahmen wird die Klimakrise eskalieren, warnt der Weltklimarat. Nordafrika und der Mittelmeerraum zeigen, dass die Zeit zu handeln jetzt ist.